bekomme für eine Sekunde gleich einen Sprung. Wie hoch schaffst du es, diesen Rainbow-Turm nach oben zu kommen? Wir nehmen Anlauf und ab geht es aufs Trampolin und oh, bis zu 2000 Meter sind wir gesprungen. Aber es geht bis zu 1 Million Meter nach oben. Ich glaube, das geht auf jeden Fall besser. Und deswegen würde ich sagen, bleiben wir ganz, ganz lange auf diesem Server. Weil pro Sekunde bekommen wir plus einen Sprung und springen immer und immer höher. Bis zum Weltraum. Und damit, hey Freunde, schön, dass du dir eingeschaltet hast. Und wenn du keine weiteren coole Videos mehr verpassen willst, klick einfach auf Abonnieren und rechts daneben auf die Glocke. Und gib dem Video jetzt schon mal gerne einen Daumen nach oben. Das würde mich sehr, sehr glücklich machen. Und Freunde, wir befinden uns bei heute zusammen in plus 1 Jump Race. Und in diesem Spiel bekommen wir pro Sekunde plus 1 Sprungkraft. Ihr seht es, wir sind gerade, oh, wir haben 300 Sekunden oder 300 Sprungkraft am Start. Und ich würde sagen, boing, ja, ab geht's. Oh, bis zu 2900 Klötze sind wir schon fast gekommen. Und hier, oh, gibt es jede Menge Haustiere, die wir öffnen können. Was gibt es 2023? Oh, Silvester. Freunde, ich hoffe natürlich auch, ihr seid alle schön und gut ins neue Jahr reingerutscht. Und hier können wir uns noch ein paar Upgrades und sowas freischalten. Okay, mit Gems. Ich schätze mal, die bekommen wir dann durch Rebirth. Wir brauchen 10 Millionen Klötze. Eieiei. Oh, es gibt hier sogar verschiedene Zonen. 30 Rebirths. 15 Rebirths. Okay, ich würde sagen, Freunde, wir haben auf jeden Fall einiges vor. Wir müssen auf jeden Fall bis nach ganz, ganz oben springen. Komm schon. Komm schon, komm schon. So klappt das Ganze auf jeden Fall nicht. Alle aus dem Weg, hier komme ich und bäm. Boah, über 3000 Klötze sind wir gesprungen. Und wir können uns das allererste Haustier leisten. Dann würde ich sagen, komm schon. Was werden wir hier rausbekommen? Und, einen Doggo bekommen wir. Alles klar. Der ist jetzt, der ist direkt schon in unserem Team am Start. Wir müssen ihn gar nicht equippen. Und, damit bekommen wir, ihr seht es, nochmal plus 1 Sprungkraft. Das bedeutet, wir bekommen insgesamt 2 Sprungkraft pro Sekunde. Aha, das ist doch nicht schlecht. Okay, zeig du mal, wie weit wirst du kommen? Niemals wirst du so weit schauen. Wow, alles klar. Na, wieso da oben? Boah, habt ihr das gesehen? Der ist ja ultra hochgesprungen. Ihr seht es. Und wir sind noch ganz, ganz unten rechts hier in der Skala. Also, ja, das da fehlt auf jeden Fall noch einiges. Deswegen würde ich sagen, Freunde, okay, let's go. Und noch eine Doggo bekommen. Das bedeutet, wir bekommen jetzt hier noch mehr und können, vor fast 4000 Meter. Und Alter, schaut mal jetzt rechts, wie weit kommt der? Und, er schafft es bis zu 1 Million. Alter, ich frage mich, was da ganz oben gibt. Denkt ihr, dann wird es da den Weltraum geben oder so? Aber wir stellen uns auf jeden Fall schon mal gut an. Wir können jetzt aber beim Shop mal schauen. Was gibt es hier im Shop? Wir können uns, sollen wir uns das Ganze gönnen, Freunde? Das passend zu Silvester. Also, ja, es ist ja kein Silvester mehr, aber es war Silvester. Das neue Jahr-Ei. Okay, Freunde, das wird jetzt entscheiden. Oh, exklusives Feuerwerk. Oh mein Gott, wie krass ist das denn? Okay, okay, wie viel gibst du uns? Und du gibst uns 1500 pro Sekunde. Wir haben einfach 20.000. Okay, dann würde ich sagen, okay, Feuermarsch. Zünde die Raketen an. Und okay, let's go. Alter, es hört nicht auf. Was? Oh mein Gott, 280.000 Meter sind wir gesprungen. Holy Macaroni. Und damit, gönnen wir uns mal hier. Oh, eine Kuh. Alles klar, Freunde. Eine Kuh, vielleicht irgendwas Besseres. So, oh, ich will dich haben. So ein Fuchs. Wir können auch einen Drachen bekommen oder so. Aber, yo, ein Panda. Alles klar, Freunde. Aber wie gut sind die? Können einfach die besten ausrüsten. Okay, okay, zack. Die sind besser als unsere Doggos hier am Start. Und dann würde ich sagen, oh, ab geht es mit unserer Feuerrakete. Alter, yo, wie hoch kommen wir? 700.000. Wir haben es gleich geschafft, Freunde. Wir sind gleich schon ganz oben angekommen bei den 1 Million. Holy Macaroni. Wie krass ist das denn, Alter? Unser Feuerhaus, der ist ja so OP. Oh mein Gott. Komm schon. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Und, oh nein, wir fallen. Nein. Aber wir haben 1 Million. Und damit können wir jetzt hier, oh, Alter, wie viele Haustiere gibt es denn hier? Wir können jetzt das Königsei freischalten. Und, Königkätzchen. sie regiert über das Katzenland. Und wie viel gibt sie uns? Und, oh, nur plus 15. Und unser Feuerwerk einfach plus 1500. Ich würde sagen, Freunde, ich glaube noch einen Sprung und wir sind oben angekommen. Wir haben die 1 Million Meter erfolgreich erreicht. Alter, 2 Millionen Trophäen bekommen wir pro Sprung. Das ist wirklich zu krass. Okay, let's go. Ab geht es hier mit unserer, mit unserer Rakete springen wir jetzt hier nach ganz oben. Alter, wir überrunden das Ganze sogar. Oh, 4 Millionen Trophäen haben wir mittlerweile auch am Start. Okay, dann würde ich sagen, wir sparen jetzt, bis wir 10 Millionen Klötze haben. Dann können wir uns rebirthen und dann würde ich sagen, gehen wir ab in die nächste Welt. Oh ja. Und jeha. Da haben wir jetzt genug am Start. Und ich würde sagen, Freunde, es ist Zeit für
für unseren ersten Rebirth. Oh, und jetzt, oh mein Gott, haben wir den Weltraum freigeschaltet. Zum Weltraum teleportieren, yes. Auf jeden Fall, yes. Und oh mein Gott. Und oh, das ist hier der, oh, der Space, also der Weltraumturm. Und er gibt pro bis zu 10 Millionen. Was? Das bedeutet, er ist 10-mal so hoch. Okay, okay, wieder andere Turm. Und, oh nein, Alter, wir kommen hier gar nicht frei. Und hier, oh, 10 Millionen Münzen, 50 Millionen Münzen, holy macaroni. Es gibt hier sogar ein Space-Star-Egg. Interessant, ich würde sagen, okay, Freunde, wir kaufen den. Wir kaufen den. Ich habe mich kurz umgedreht und überlegt, aber Freunde, ich glaube, komm, der muss jetzt auch krass sein. Ich weiß nicht, ob der so gut wird, wie hier unser Silvester-Ei. Ich meine, er kostet ein bisschen weniger und, oh, sieht aber schon mal krass aus. Ich hoffe, der ist natürlich auch krass. Und er gibt uns, plus 500. Nicht so gut wie unser Feuerwerk, aber Freunde, der ist auch schon mal nicht schlecht. Und, oh, ab geht es jetzt hier nach oben. Okay, let's go. Oh, bis zu 1 Million Klötze sind wir schon mal gekommen. Nicht schlecht. Okay, 10 Millionen Münzen brauchen wir jetzt hier für das nächste Haustier. Eieiei, das kann ja, oh, lange dauern, aber wir bekommen natürlich pro Sekunde, ihr seht es, wie schnell hier unsere Sprungkraft nach ganz, ganz oben steigt. Das ist wirklich zu heftig. Dann würde ich sagen, okay, oh, der Kollege ist wieder back am Start. Oh, der kann so hoch springen. Jawohl, ja, der ist nicht so hoch gekommen, Freunde. Das geht, yeah, besser. Wie ich auch immer so die Saltos mache. Wee, let's go. Oh, Alter, warte mal, ich habe die Erde gar nicht gesehen. Oh, warte mal, das sah krass aus. Lass uns das Ganze mal anschauen. Und ab jetzt auf Boing Trampolin. Oh, wie episch sieht das denn aus? Die riesengroße Welt. Alter, da hinten ist mein Opa. Hey, Opa, na, was geht ab? Hier ist dein Enkel. Ja, ich chill ein bisschen im Weltall mit meinen Freunden. Oh ja, Freunde. Let's go. Oh, das sieht echt krass aus, wie wir hier diesen Rainbow-Turm nach ganz, ganz oben springen. Okay, noch ein Sprung und dann können wir uns das allererste Weltraum-Ei freischalten für 10 Millionen Trophäen. Wie viel brauchen wir denn für das nächste? Oh, okay, 20 Millionen Trophäe kostet der nächste Rebirth. Und ich glaube, mit 3 Rebirths haben wir sogar noch eine weitere, also noch eine weitere Welt freigeschaltet. Und ich würde sagen, let's go. Ab geht es und, wir bekommen ein Alien, ein Alien-Katze. Okay, wie krass ist sie jetzt? Und sie gibt uns plus 50 Sprung. Alles klar. Lass uns aber nochmal hier zurück teleportieren. Yes, in die Hauptwelt. Wo gab es denn jetzt hier genau die anderen? Wir haben jetzt auf jeden Fall 1000 Gems gefarmt und bestimmt nicht mit Robux gerade gekauft. Und damit, komm, gönnen wir uns mal hier mehr Sprünge hier. Oh ja, let's go. Und Pet Luck, also, dass wir bessere Haustiere ziehen. So, hier, alles wird let's go upgrade. Ansonsten, okay, was ist das hier? Dass wir mehr Juwelen bekommen, ist auch nicht schlecht. Bessere Kisten, zack, 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 let's go. Alles wird hier geupgradet. So, mehr Pets, dass wir auch mehr Lager können. Okay, und da würde ich sagen, oh, haben wir jetzt alles mögliche geupgradet. Und für die nächste Welt, oh, Unterwasserwelt. Ah, ne, 5 Rebirths brauchen wir. Was? Alter Schieder, würde ich sagen. Yo, darf ich wieder zurück in den Weltraum? Wie lautet das Passwort? Over. Bananenbrot 123. Jo, alles klar, du kannst rein. Jo, vielen Dank, perfekt. Ab geht es wieder hier. Oh, in die Space World. Und dann würde ich sagen, können wir jetzt eigentlich sparen, genau, bis wir 20 Millionen Klötze haben. Let's go, wir springen. Oh, Alter, wir kommen mittlerweile noch ganz oben fast. Und, komm schon, und, oh, 9 Millionen Klötze. Oh, mit einem einzigen Sprung. Wie krass ist das denn? Weil wir jetzt so lange auf dem Server waren. Ihr seht es, wir haben eine Sprungkraft von 620.000 schon. Und wir bekommen wirklich so hoch einfach. Das ist ultra krass. Und wir können uns sogar, oh, let's go, Rebirth. Und dann den zweiten Rebirth. Und für den nächsten brauchen wir 30 Millionen Klötze. Oh nein, unsere Sprungkraft ist nur bei 10.000. Let's go. Aber, oh, wir kommen schon trotzdem ein bisschen weit. Aber uns fehlt auf jeden Fall noch einiges. 2000 Jahre später. Freunde, wir haben mittlerweile 5 Rebirths geknackt. Und das bedeutet, wir haben Zutritt zu der nächsten Welt. Nämlich zu der Unterwasserwelt. Also zieht alle eure Tauchanzüge an. Und da ist mir blub, 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 unter Wasser. Hilfe. Ich krieg keine Luft. Da ist mir jetzt hier, oh, unter Wasser angekommen. Ihr seht, ey, die ganzen Quallen sind auch am Start. Und wir haben jetzt hier fast 250 Millionen Trophäen. Das ist das billigste ein. 1,5 Milliarden solche Koralleneier. Oh, hier haben wir sogar ein Piratenschiff gestrandet. Und jetzt bin ich hier wirklich unter Wasser angekommen. Schaut euch das Ganze an. Und es geht hier hoch bis zu 100 Millionen. Oh, Blöcke geht dieser Turm hoch. Mal schauen, Freund. Oh, wie weit werden wir kommen? Und komm schon. Komm schon, komm schon. Und da fallen wir wieder runter. Alter Schwede, es geht wirklich hier so extrem hier ab nach oben. Es wird immer und immer krasser. Und, oh, wir sind jetzt wirklich hier unter Wasser und springen jetzt hier einfach mit einem Trampolin unter Wasser. Oh, da ist sogar ein Hai. Schaut euch das Ganze mal. Wir sind jetzt hier wirklich bei SpongeBob angekommen. Unter Wasser in Bikini Bottom. Aber, oh, 54 Millionen Trophäen haben wir am Start. Okay, komm, 52 Millionen Trophäen. Die müssen wir auf jeden Fall knacken für das Haustier. Und der nächste Rebirth kostet was? 160
60 schon. Alter Schwede, das wird immer und immer teurer. Zum Glück habe ich hier unsere Feuerrakete am Start hier. Unsere Feuerwerksrakete. Ich glaube, ohne die wird das Ganze wirklich viel, viel zu lange dauern. Und natürlich, hier Sternenzorn. Dich habe ich fast vergessen. Du bist natürlich auch sehr, sehr wichtig in unserem Team. Wir bekommen, bekommen wir 6 Millionen Klötze. Und, Freunde, wir haben uns, by the way, hier auch die doppelte Anzahl an Trophäen hier geholt, dass wir noch schneller hier Trophäen verdienen. Und, Freunde, sollen wir uns mal so ein super Weihnachtsei kaufen? Komm, wir haben gerade eben das super Silvesterei gekauft. Jetzt kaufen wir noch das super Weihnachtsei. Wieso sich entscheiden, wenn man einfach beide kaufen kann? Und da öffnen wir es. Das Frost Egg. Ewige Schneeflocke. Aha, okay, 70% ist zwar jetzt das Schlechteste, was wir hätten bekommen können. Aber, Freunde, trotzdem ist es einer der besten. Ihr seht, 1000 pro Sekunde bekommen wir. Oh mein Gott, jetzt wird es ab. Wir haben bis jetzt nur alle Robux-Haustiere hier am Start. Was geht da? Oh mein Gott. Alter, wie hoch wir mittlerweile springen. Am Anfang haben wir noch jede Sekunde plus einen Sprung bekommen. Und jetzt bekommen wir plus 3000 Sprünge. Jede einzelne Sekunde. Das ist übertrieben krass. Und boing. Let's go nach ganz, ganz oben. Oh, aber wir kommen nicht mal ansatzweise nach ganz, ganz oben. Und das dauert auf jeden Fall noch was. Aber wir haben jetzt genug Trophäen, um das Korallen einzukaufen. Oh, es gibt hier so viel. Boah, der wäre der krasseste für 1%. Komm schon, bitte. Und, ey, Mr. Krabs. Jo, Mr. Krabs. Was machen Sie denn hier? Hier in Bikini Bottom. Ich hab's euch doch gesagt, Freunde. Wir sind in Bikini Bottom. Oh, mit dem bekommen wir plus 250 pro Sekunde. Na, der kommt schon ein bisschen näher an unsere Robux-Haustiere. Aber trotzdem einer der schlechteren. Ich meine, wir haben aber auch so viel Pech. Wir bekommen nur hier schlechte Haustiere, leider. Also, bis jetzt haben wir wirklich noch nichts Seltenes bekommen oder Ungewöhnliches oder Episches. Wir bekommen nur schlechte Haustiere. Aber, naja, dann haben wir eben hier unsere Robux-Haustiere abgeschaut. Alter, haben wir gerade 50 Millionen Trophäe bekommen pro Sprung? Habe ich das gerade richtig gesehen? Oder muss ich hier meine Brille nochmal sauber machen? Und ihr seht es und... Oh, was? 35 Millionen Trophäen. Oh, wie krass geht das denn ab? Okay, ich glaube, wenn wir so weiterspringen sollten, mit so einer krassen Sprungkraft, dann werden wir uns die nächsten Welten im Nu umdrehen. Nee, warte mal, wie ist das nochmal? Im Handumdrehen. Im Handumdrehen freischalten. Let's go. Kennt ihr das, Freunde? Wenn ihr manchmal so Sprichwörter vergesst, ihr wollt einmal schlau wirken und dann, ja, vermasselt ihr es. Aber wir haben jetzt genug Trophäen am Start, um uns den nächsten Reaver freizuschalten. 72 Millionen. Oh mein Gott. Es wird so teuer. 2000 Jahre später. Freunde, wir haben mittlerweile 32 Rebuffs und das bedeutet, wir können uns in die nächste Welt freischalten, nämlich in die heilige Himmelswelt. Oh ja, jetzt bin ich mal gespannt, was uns hier warten wird. Oh, da sind wir angekommen und wir haben jetzt hier den Himmelsturm vor uns stehen. Aber davor würde ich sagen, wir haben auch einiges an Pokalen gespart und damit können wir hier das ein oder andere Haustier eröffnen. Okay, lass uns erstmal hier dieses Halleluja, das heilige, so eine Engelskatze haben wir geöffnet. Aber hier kommen wir zu den spannenden Haustieren. Für 30 Milliarden Trophäen öffnen wir was und was Einfaches bekommen. Freunde, ich will irgendwas Episches oder sowas. Irgendetwas Seltenes und let's go. Perfekt. Ha, da haben wir schon mal, was ist das, so eine Katze bekommen? Ah, eine Regenbogenlöwe haben wir bekommen. Und was? Die sind sogar besser. Plus 4000, plus 3000. Besser als unsere Robux-Haustiere. Oh yeah. Willkommen in meinem Team, meine Rainbow-Kätzchen. Und yo, Feuerwehrrakete, du bist auch am Start. Aber dich werde ich bald ersetzen. Und jetzt würde ich sagen, Freunde, wir kommen zu diesem Tor. Wir springen drauf und... Wow, es geht ab nach... Oh mein Gott, oben und was? Über 500 Millionen Blöcke. Können wir auch diesen ultimativen Himmelsturm nach ganz, ganz oben erklimmen. Fast nach ganz oben. Schaut euch das Ganze an. Oh, wir sind jetzt hier über den Wolken. Ja, im Himmel wirklich. Okay, aber ich würde sagen, komm, lass uns mal so ein Rainbow Egg gönnen. Gönn. Komm schon. Irgendwas Krasses und wieder was Seltenes. Ich glaube, wenn man auch 5 seltene Haustiere hat oder 5 gleiche, dann kann man sie genau weiterentwickeln oder sowas. Wir haben gerade noch 2. Aber wir dürfen natürlich jetzt hier nicht alle unsere Trophäen ausgeben. Nämlich, Freunde, gibt es noch eine letzte Zone, die wir vor uns haben. Nämlich, Freunde, nach dem Himmel kommt die Hölle. Oh ja. Und da werden wir natürlich auch gleich hingehen. Ich würde sagen, let's go. Wir springen noch einmal hier ab, gehen es hier nach oben. Und komm schon, nein. Fast bis zu 600 Millionen Blöcke sind wir gekommen. Und ihr seht, wie hoch wir hier mittlerweile springen, diesen ganzen
Oh, Himmelsturm, das ist zu krass. Wir bekommen auch plus 9000 Sprünge pro Sekunde. Ah, nicht mal plus einen pro Sekunde. Ha, wie ganz am Anfang. Aber ich würde sagen, Freunde, wir haben jetzt auch genug Rebuffs gespart, um uns auch, na, was geht ab? Und ins in die letzte Zone freizuschalten. Ihr seht es, diese Zone, die kommt anscheinend noch bald. Ist irgendeine mysteriöse Zone. Aber ansonsten, wir waren im Weltraum. Wir waren bei SpongeBob unter Wasser. Wir waren im Himmel. Und jetzt kommen wir zur Unterwelt. Oh ja. Jo, meine Regenbogenkätzchen, ich weiß, ihr wart immer lieb und super nett. Aber ich glaube, ihr müsst in die Hölle. Oh mein Gott. Na, willkommen. Keine Angst hier. Da sind wir angekommen, Freunde, der allerletzten. Oh, Finalen. Oh mein Gott, Zone. Und es geht bis 10 Milliarden Blöcke nach oben, der Turm. Was? Wir springen drauf und wir bekommen, oh, bis wohin kommen wir? 86 Millionen. Oh, wie krass ist das denn? Und hier, oh mein Gott, 100 Milliarden kostet ein Haus hier. Und hier, oh, gibt es hier so Lava-Pads, Magma-Eggs für 500 Milliarden Trophäen. Okay, ich würde sagen, komm, wir öffnen mal hier sowas. Irgendein, oh, das Teufelsei, bitte, oh, wir bekommen, oh, was ist so eine Fledermaus, eine Teufelsfledermaus, aber, komm schon, irgendwas Krasses, und irgendwas Gutes bekommen aus dem letzten Ei, da, ah, schade, ich habe jetzt zweimal diese Teufelsfledermäuse bekommen, aber locker sind hier die besten, oder, jawohl, mit 7500 Sprüngen, boah, pro Sekunde bekommen wir, let's go, und da würde ich sagen, okay, ab geht es jetzt hier, oh, schaut euch das ganz mal, überall ist hier Lava, weit und breit ist nur Lava in sich, das ist wirklich krass. Und wir haben einfach eine Sprungpower von 30 Millionen, das ist wirklich sowas von krass. Und obwohl wir so eine hohe Sprungpower haben, kommen wir trotzdem irgendwie nicht mal eine Milliarde Blöcke nach oben. Ihr seht es, nicht mal ein bisschen kurz ist da ganz, ganz unten und es geht da ganz, ganz oben, diesen ultimativen Höllenturm. Das ist wirklich zu heftig. Okay, ich würde sagen, komm, wir springen jetzt hier noch, boing, so lange, bis wir jetzt hier die 100 Milliarden Trophäen haben. Und dann öffnen wir unser allerletztes Lava-Haus. Oh, hier ist sogar heiße Lava. Eine schöne Abduschung hier machen. Vielleicht gibt es hier ein Secret oder sowas. Schade, das wäre zu cool gewesen. Boah, schau ich mal seine Haustiere an. Der hat wirklich hier schon diese Magma-Haustiere am Start. Ich glaube, die müssen natürlich nochmal krasser sein. Aber, Freunde, ich würde sagen, let's go, ob geht es. Wir springen hier nach oben. Wir haben es wirklich geschafft, bis zu der allerletzten finale Zone zu kommen. Das ist doch wirklich sehr, sehr heftig. Dann würde ich sagen, mal schauen, wie weit er kommt, Freunde. Wer wird höher springen? Und ich glaube, warte mal, wo ist der? Ich glaube, der ist schon über alle Berge hinweg. Der ist schon richtig hoch gesprungen. Jetzt geht es nochmal ab, Freunde. Komm schon, bis zu 1 Milliarde Blöcke will ich es auf jeden Fall schaffen. Und, boah, 36 Millionen. Es wird immer und immer höher. Alles klar, wir haben genug Trophäen gesammelt. Und dann würde ich sagen, komm, öffnen wir nochmal die zwei letzten Teufelseier. Und wir bekommen, oh, wieder eine Fledermaus. Ey, das kann doch nicht sein. Komm schon, wenigstens hier irgendwas Seltenes für 25% oder sowas. Das letzte Ei. Let's go, Freunde. Wir haben, oh, was Seltenes bekommen. Ein seltenes Haustier. Und das jetzt hier mit, oh, plus 10.000 Sprung bekommen wir pro Sekunde unser bestes Haustier. Und ihr seht, wir sind jetzt umzingelt von bösen Teufelshaustieren. Hey, Leute, gehört auf mich anzugucken. Ihr macht mir Angst. Und mit denen können wir jetzt wirklich, oh, ihr seht es, hunderte von Millionen Blöcken ab nach oben springen. Es ist wirklich zu krass. Freunde, ich denke mal, das soll es aber jetzt wirklich gewesen sein. Wir haben es jetzt wirklich geschafft. Jede Sekunde einen Sprung bekommen. Plus einen Sprung. Und mittlerweile sind wir bei einer Sprungkraft von 35 Millionen. Und haben uns jede einzelne Welt freigeschaltet. Und hüpfen so hoch wie ein Känguru. Yeah. Und dann würde ich mal sagen, Freunde, das ist mein heutiges Video. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, liken, abonnieren und die Glocke aktivieren. Und dann verpasst du auch keine weiteren coole Videos mehr. Und dann bist du auch ein Teil der Santex Army. Und dann sehen wir uns morgen wieder beim neuen Video. Bis dahin. Tschüss.